ist das? Das ist ein Stück eines Plans. Das kann ich aber... Hier kann ich noch nichts machen. Nö. Oder? Warte mal ganz kurz. Oder liegen... Sind hier oben die Dinger? Nein, ich kann da nichts machen. Ich brauche da ein paar Scherben. Die Sache ist halt... Hier konnte ich doch auch noch was machen. Hier, da. Hä? Echt? Ach so! Okay. Ja, Hammer. Voll die Randale. Ein seltsames Medaillon. Gut. Zur Statue. Die bekommt dann jetzt ihre Bracelets. Bitteschön. Wir haben ein Emblem bekommen. Was war das? Ah, okay. Ach, das ist jetzt auch runtergefallen. Ach, schön. Ein Schwert und ein kleiner Eimer. Ein Bronzeschwert. Das ist aber schön. Hier ist auch noch was runtergefallen, ansonsten... Ja, haben wir ein paar Randale gemacht. Alles in Ordnung. Alles okay. Ja, da... Wir haben in der Halle noch irgendwas zu tun. Bis ich Pan gerade erschreckt hat, dass es funktioniert hat. Ja, damit habe ich ja jetzt gerade gar nicht gerechnet, tatsächlich. So, was kann ich jetzt in der Halle noch machen? Das sieht immer noch nicht... Ich finde es seltsam, dass ich das noch anwählen kann, ne? Und ich kann immer noch nicht hier dran. Also es ist nicht meine Lupe, gar nichts. Das ist echt komisch. Hier geht nichts, hier geht nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also irgendwas ist hier in diesem Raum, nur hier in diesem Raum, was ich noch machen kann. Ich glaube, die beiden Bilder habe ich auch schon durch. Erstaunlich, wie viel man in diesem Spiel gleichzeitig machen kann. Bei Grim Tales fängt das zwar auch so an, aber ein Großteil des Spiels ist einfach nur linear. Ja, also hier ist es echt, man könnte wirklich sagen, es ist so ein Open-World-Wimmelbild-Spiel, ne? Ah. Ja, aber was kann ich denn hier für Actions machen? Willst du mich verarschen? Ich sehe hier nichts. Eventuell die farbigen Gläser. Welche farbigen Gläser meinst du? Ach so, das meinst du. Haben wir das hier nicht schon gemacht? Das war doch, da ging es doch da vorne dann rein, oder? Aber ich guck mal hier oben. Nee. Aber die farbigen Gläser, könnte ich die vielleicht bei den Büchern ausprobieren? Nee, leider nicht. Warum? Warum? Meinst du hier vielleicht die farbigen Gläser? Eventuell den Rimmer mit der... Also, die Sache ist halt, ich habe hier nichts... Ich habe hier keine Aktion, die ich machen kann. Weil regulär wäre hier ein Zahnrädchen oder hier wäre irgendwie eine Lupe oder so, aber hier ist wirklich überhaupt gar nichts. Das heißt, wenn ich hier was mache, dann sagt die auch nichts, weil ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Das ist so strange. Das Schwarzlicht? Ja, aber wohin? Schwarzlicht, wohin? Die Lampen? Die Lampen auch nicht. Die Bilder? Das Bild. Das Bild hier, guck mal. Warte mal. Vielleicht hier? Nein. Jetzt habe ich das Cuttermesser nicht mehr. Wir brennen das mal ab. Zu laut? Ist es gerade zu laut? Einmal kurz feedbacken. Aber dann mache ich das, glaube ich, mal im Spiel selber ein bisschen leiser.
So, das müsste jetzt ein bisschen besser sein, glaube ich. Soll ich jetzt aber mal probieren, ne? Also eins. Sieben, fünf, zwei? Ich weiß nicht, man kann es nicht richtig erkennen. Ich weiß, dass ich jetzt drei... Aber wieso brauche ich drei Zahlen? Ich brauche wahrscheinlich die drei Zahlen hier, die... Nein. Ich brauche jetzt die 3, 4, 1. Ich mache mal 3, 4, 1 und guck mal, was passiert. Aber die 6 ist ja auch noch. 3, 4, 1. Also ich kann nur... 3... Hä? Hallo? Oh. 3, 4, 1, 5... 6. 6. 4. Warte. 7. Oh Gott. Fehlt die 2. Es fehlt die 5. Gib mir die 5. Gib mir die 5. Irgendwo ist hier die 5. Nein. Warte. Wenn die 3, 4, 1 und die 6. Liebsten würde ich deine Stimme den ganzen Tag... Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich habe eine ganz furchtbare Stimme. Muss vielleicht erst ein Buch suchen. Nee, nee, das Buch suche ich ja hiermit jetzt gerade. Ich will das selber rausfinden. Das kann doch nicht so schwer sein. Drei Zahlen können wir tatsächlich nicht gut erkennen. Ich guck nochmal unten wegen den Buchstaben. Warte mal, ich gehe nochmal runter. Die Buchstaben JS, warte mal, AC, JL, DP, SE, DP, Schitte. Es fehlt die 2, es fehlt die 5. Und es wäre theoretisch noch eine 7. Ach, die Buchstaben vielleicht Abkürzung für die Direktoren. Oh mein Gott, mach mich nicht fertig. Muss ich jetzt wirklich... A, C, J, S, D, P, J, L. Ja, aber das könnte sein, aber... Ja, ja, stimmt schon. Die Direktoren. A, C, J, S, D, P, J, L, S, E, T, C und M. Ich bin sehr wach. Hallo? Kann ich den hier nicht mehr... Oh Gott, kann ich den nicht mehr sehen? Das ist DP.
Warum? Warum hat die das denn jetzt gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hasse Glas, das gebrochen ist, also kaputt ist hier. Scheiße, ich lauf da nicht rüber. Nimm das hier. Alter. Ja, aber was geht denn mit der? Also, okay. Haben wir uns das vielleicht irgendwo aufgeschrieben? Ja. Soll ich rennen oder solche Folgen? Ja, dann können wir uns später mal. Geht denn mit der, ey? Vor allem, ich bin hier gerade voll Clues. Toll, wow. Das war's mit den Clues. Case Files vielleicht? Wir haben viele Menschen hier. Aber ich kann mir nicht nochmal die einzelnen Leute angucken. Hier, Charles haben wir noch. Charles Laudius. CL. CL. Der letzte. Der letzte Direktor, alles klar. Gut. Wir brauchen CL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, der 8. CL 8. Sehe ich das richtig, dass er der Letzte war? Wir hatten doch das Bild von ihm. Das Bild von ihm kann ich, glaube ich, noch angucken. Wo war das? Ah, da. Warum sind die alle ausgegraut? Zu den Direktoren müsste bei den Clues sein. Müsste es oben rechts klicken. Falscher Tab. Ich hatte ja gerade die Direktoren. Warte. Warte mal. Wie meinst du das ganz kurz? Bei den Clues. Also ich habe das... Ach so, meinst du das? Ach so, meinst du das? Ah, gut. Christopher Smith. Das ist CS. Hoppala. Ich werde überlegen, ob das jetzt die 994 ist, aber glaube ich nicht, ne? Das sind ja nur drei Zahlen. Wir haben AC. Das ist der Abrial da Costa. Nee, bitte noch keinen Tipp. Ich versuch's noch genau. Ich frage mich aber rechtzeitig. Dann haben wir JS ist Jessica. DP wäre Daniel Prick. S ist Sean Appleson. JL ist Jeffrey. Und TC ist Tyler Cooper. CS 994. Warte, ich will trotzdem mal. Ja, ich kann den mal trotzdem probieren. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich hatte jetzt gerade gar keinen Ton mehr hier. Warum ist das nicht richtig?
993, das kannst du. Nee. 943 habe ich jetzt gemacht. Entschuldigung. Krass, dass wir jetzt auch so viele Bücher hier sehen können. Hätte ich jetzt. Ich dachte, also ich weiß nicht, 994 schien mir jetzt gerade sogar so super logisch, dass ich mir fast sicher war, dass das richtig ist. Ich glaube, den drei Zügen. Ach, dieser Insider vom E-Extreme. Ich will das selber rauskriegen, ihr schafft das, jawohl. Switch numbers to find the books you need. Ja, ist. Warum ist es nicht das hier gewesen? Das war das komische Gerät. Neun vier vier habe ich gemacht. Was? Warte mal, das war 1904. Ach, 994. Ich bin so doof. Oh Gott, Entschuldigung. Und ich kann keine 994 machen. Ich kann keine 994 machen. Warte mal, wenn ich. Warte mal. Das geht auch nicht. Warte mal. Wenn ich 94 mache. Oh fuck. Das ist wirklich das sind 8 Bücher, ne? Oh, das hier. 94 Buch 7. Okay, warte mal. Das müsste das letzte Buch sein. Das müsste Buch 8 sein. Das ist eine 7 hier. Ist voll eine 7. Das könnte eine 2 sein und das könnte eine 5 sein. Und bitte die Nummern nicht in den Chat schreiben. Mann, ich hab's doch gesagt, bitte nicht. Hier kann ich auch noch nichts machen, ne? Ich möchte noch ein bisschen selber herausfinden. Mit der 9, ne? Vielleicht? Da steht immer Frau Currywurst und ich denke immer, da steht Herr Currywurst. Ja, scheiß drauf jetzt hier. Da, so. Da, so. Ich schaff das alleine. Ich krieg das hier irgendwie... Das sieht aus wie ein Grill. Das sieht aus wie ein Barbecue-Grill. Ich krieg Hunger bei diesem Buchding. Der ist nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich sehe doch sogar. Ich sehe die Initialien. Ich weiß, dass das hier diese, das CS. CS ist. Das 8. Buch und CS. Das 8. Buch und CS. Finden. Das war ja echt ein Ding.
Nee. Christopher. Oh, warte mal. Okay. Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe doch die ganzen... Ich weiß, dass es das Buch von Christopher sein muss. Ich habe seine Dokumente gerade durchgeguckt. Ich weiß, dass er 1994... Ist es vielleicht da, wo er angefangen hat? Ist es vielleicht das? Journal, Clues. Wo sind denn, wo ist dieses blöde Dokument? Nee, das ist nur 1994. Ja, und er hat nur ein Datum. Warum ist es nicht 994? Es ist einfach sowas von 994. Ihr könnt mir nicht sagen, dass es nicht richtig ist. Wer sagt das falsch, der lügt. Jawohl. Er ist 994. Ich mach das jetzt einfach nur, weil jetzt geht es dann plötzlich wie von Zauberhand. So. Los geht's. Wir haben fertig. Alles klar, das ist auf jeden Fall das Richtige. Okay, warte. Ich vermute. 8, 8, nein. Wir haben nur hier eine 8. Habe ich schon wieder 944 gemacht? Willst du mich verarschen? Ich glaube nicht. Ist es wirklich wahr? Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ja, stimmt. Ich habe schon wieder. Ich mache immer diese 994. Diese 944. Ah! Ah, ist genauso wie. Get Even. Wie oft ich das Spiel Get Ethan genannt habe. Passiert immer bald noch einmal ein Spiel. Wo macht die Nummer denn Sinn? 944 hat nichts mit 994 zu tun. Ja, ich bin einfach voll verpeilt, was das eigentlich. Ich brech gerade ab. Ach, lass mich doch. Schneide ich raus auf YouTube. Das schneide ich. Rausschneiden. Das werde ich nie mehr wiederfinden. Nie mehr. Get Ethan. Ja, genau. Ah. Aber das. Das ist einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Antwort... Okay, ganz kurz. Sag mir nicht die Antwort, aber sag mir. Denke ich gerade wieder zu kompliziert? Ist es wieder das? Läuft mein Kopf gerade wieder amok? Ist es das? Das ist es wahrscheinlich, ne? Es ist wahrscheinlich wieder total einfach. Ich blick's nicht, Pan. Oh. Danke, dass du schreibst. Ja, ja, es ist schon wieder... Ach, das... Toll. Also A gleich 1? Ne, es ist also wieder einfach. Ja, schön. Ich denke also hier wieder... Hier mit irgendwelchen Daten haue ich wieder um mich rum. Aber wenn die 1 SE ist, ne? Und die 3 DP. Dann ist das scheißegal. Ich check einfach gar nichts. Ja, ich auch nicht. Mann. Okay, sieh dir die Gebrauchsspuren an. Meint ihr, das ist es? Ich kann es mir nicht vorstellen. Das heißt... Ja, aber ich sehe ja nicht mehr die scheiß Zahl hier, die Kacke, Dreck, verfluchte Scheiße. Kacke. Ich check's auch nicht. Oh Gott, ich liebe euch so. Ich verstehe es auch nicht. Bei mir ist gerade der Affe über Homer Simpson im Kopf. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. So, bitte keine Zahlen in den Chat schreiben, Mensch. Bitte nicht. Ich wüsste, was für Buchstaben. Kannst du nochmal das Journal zeigen? Das ist das Journal. Das sind die Daten. Ich hab's ebenso wenig, ja. Oh, ich war gerade so happy mit dem Sternrätsel. Okay. Ohne zu spoilern, ich frage euch eine Frage. Hat es was mit den Daten gerade zu tun, das, was ich hier offen habe? Hat es etwas mit den Daten zu tun? Habe ich das richtig verstanden schon? Ja. 944, ne?
Ich glaube nicht. Ja. Ja, ich denke ich zumindest. Nein. Oh Gott. Es gibt drei Bücher, die, wo die Nummern halt nicht erkennbar sind. Es gibt drei Bücher, wo die nicht erkennbar sind. Okay. Achtung, komplizierte Paaren kommen. Jetzt gehe ich hier auf die Initialien. AC. Hier, ne? Und sag, ah, der hat eine 1 ganz hinten. Das ist alles so kompliziert, das glaube ich nicht. Es gibt diese drei... Ich würde ja gerne diese drei Zahlen eingeben. Ich habe... Das sind... ist eine... 7, eine 5 und eine 2, die mir fehlen. Oh, Entschuldigung. 7, 5, 2. Das sind die Zahlen, die fehlen. Die fehlen halt. Da kann ich... Aber wieso sollte das dann auch zum Buch führen? 7? 7 habe ich nicht. Okay, warte. Ich habe eine 2... Eine 7 und eine... Oh. Ich hab... Oh, Kacke. Okay, ich hab hier eine 5. Hier habe ich eine 7. Und hier habe ich keine 2. Oh, ist so interessant jetzt. Ich hab aber eine 8. Und eine 7. Mir fehlt aber dann eine 2. Aber auch ganz schön. Guck dir die falschen Bücher an. Ja, falsch sind die ja jetzt nicht. Falsche Bücher. Da. AC, JS und TC. Falsche Bücher. Okay. Tipp. Nein, noch nicht. Es rattert. Ah, es rattert, es rattert. Es kommt gleich. Hase, falls du zuguckst, sag mal Bescheid hier. Ey, ohne Scheiß, das hier könnte eine 8 sein, oder? So. Das sind Y. A steht für 1, C steht für 3. Nein. Okay. Damit es nicht noch länger dauert, frage ich den Chat. Was meint ihr denn, was die Lösung ist? Aber nicht nur die Zahl, auch erklären, warum. Auch erklären, warum. So. Da sind 64 Kombinationen möglich. Okay, kann man auch systematisch durchgehen? Nein. 5, 7, 2. Hä, das habe ich. Das ging doch gerade nicht. Aber bitte auch, wie gesagt, bitte auch schreiben, warum. A bis C soll das heißen. Da will ich gerne machen. Ah. Nach dem Namen der Initialen gehen, vielleicht fehlt einer von den Leuten da. Ja, ja! CS fehlt, der Christopher Smith. Pan, schäm dich doch nicht, dir abgefahrene Lösungen auszudenken. Das gehört dazu hier. In die Mitte muss eine 8. Warum? Okay, aber warum muss in die Mitte eine 8? Weil so Lösungen kann man ja immer irgendwo aus dem Internet. Mich würde natürlich jetzt interessieren, warum. Hattest du in dem Spiel schon mal einen richtigen Rage-Anfall? Das Organrätsel ist mir so in Erinnerung geblieben. Lösung? K.A. Weil die Mitte Volumen. Warte, weil die Mitte bedeutet Volumen 8. Wieso bedeutet die Mitte bei dem Zahlending denn Volumen... Wieso? Weil, guck mal, ganz kurz, wieso die 8? Das hier könnte doch auch die 8 sein. Vielleicht brauche ich ja Buch 7. Ich meine, okay, 8, weil ist der letzte, klar, aber... Es könnte auch anders sein. Nee, aber ganz kurz, C gleich 3, S gleich 19. C
gleich 3, S gleich 1. Das hatte ich ja gerade tatsächlich gedacht, dass ich nach den Buchstaben gehen muss. Von links nach rechts von den nicht lesbaren Büchern. Guck mal, ich verstehe das nicht. Warum? Erstmal, ich hatte das ja gerade probiert. Ich habe ja die 752 aufgeschrieben und habe dann die Kombination durchprobiert eigentlich. Was meinst du von links nach rechts? Ich kann jetzt halt hingehen und A, C, J, S und warte mal, hier. 1 ist S, E. So. 1. Dann haben wir die 2 wäre theoretisch Tyler Cooper T, C. Warte mal. Das wäre hier R. Aber ich glaube, das ist, wenn ich die gleich verschieben muss. Position der Leute im Journal. AC ist der 5. in Liste und so weiter. Okay. Ah, warte mal. Jetzt verstehe ich. Das ist der hilfreiche Tipp. Das ist der hilfreiche Tipp. Also AC. JS. Warte. JS. Und TC. AC. 1, 2, 3, 4, 5. JS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, warte mal. JS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und TC wäre 2. Diese Zahl habe ich gerade aber noch nicht im Chat gesehen, tatsächlich. Ich sehe hier immer 5, 7, 2, aber es ist doch 6, oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier steht überall 7. 7 Namen, 8 Bücher. Ja, aber es ist doch... Ich meine, hier ist auch die 6, ich weiß, MK, aber... Wer ist eigentlich MK? Aber 6 gibt es schon. Ja, ja, sag ich ja. Da fehlt ein Direktor. Okay. Dann mach ich mal 6/7. Jessica ist 7, weil der Eintrag zeitlich fehlt. Das ist aber scheiße gemacht. Da ist eine Lücke in den Daten. Das ist wirklich voll scheiße gemacht. Ganz im Ernst. Okay, das Rätsel finde ich irgendwie nicht so geil. Ja, okay, aber Leerzeichen im Tagebuch, wenn es ein Leerzeichen wäre, dann ich weiß nicht, ist. Ah, warte mal. Ich weiß nicht, ich hätte ja da jetzt nicht rausgelesen, dass hier einer fehlt. Ja, hier ist eine Lücke, aber trotzdem. Die Lücke weiß nicht, dass ich sage, hier fehlt jemand. Na, okay, 5. 7. Okay, es geht auch nur eine 7 und 2. Oh Gott. Mann, die Leute haben damit nichts zu tun. Hä, was denn jetzt? Ah, oh Mann, was ist hier mit der... Die Leute haben damit nichts zu tun. Ich soll doch gucken, an welcher Stelle die hier sind. Ich check gar nichts. Also, ich habe gerade die Nummer 572 so oft durch den Chat auch ohne Erklärung durchrauschen sehen. Nein!
jetzt habe ich diese Erfahrung hier. Ich blicke damit offiziell gar nicht mehr durch. Ja, ich auch nicht. Also das schien mir jetzt doch sehr logisch tatsächlich. Das schien mir ganz gut. Dir fehlt Buch 6, also musst du Direktor 6 drauf. Nein! Hier ist. Ich soll. Was? Ah! Mir fehlt Buch 6 nicht. Buch 6 ist hier. Mir fehlt tatsächlich Buch, ja, ich glaube 8. 8 wäre das letzte Buch mit Christopher Smith. Ist doch der einzige, der jetzt bei den Initialien hier nicht da. Warte mal so. Der einzige, der jetzt nicht dabei steht. Also fehlt mir eigentlich Buch 8. Such deine Daten nach einem Christopher Smith und notiere jede Zeit, die vorkommt. Hatten wir schon gerade. Keine Zahlen, gar nichts. Gar nichts. Also, falls ich das auf YouTube lade, ich muss hart kacken, schreibt der Kritisierer. Falls ich das auf YouTube lade, wir machen das hier gerade in Realtime mit dem Rätseln und wir wissen alle nicht weiter. Und ich muss das immer sagen, weil auf YouTube sind so viele liebe Kommentare, aber es gibt immer den einen. Es gibt immer den einen, der sagt, also das hätte man ja jetzt wohl wissen können. Weißt du, wo ich mir so denke, wow, du bist es einfach. Deswegen, und bitte auf YouTube jetzt alle diesen Kommentar schreiben, das ist immer ganz cool, dann geht das unter. Hey, wir checken gerade gar nichts mehr. Ja, du brauchst keine Zahl. Versuch immer nur eine Ziffer zu ändern und lies mal genau den Buchtitel. Eine Ziffer gibt die Buchkategorie an. Eine andere steht für die Buchreihe. Und da, ja, aber was soll ich denn wissen? Was soll ich denn wissen, Mann? Ich weiß es doch gar nicht. Ich glaube nicht, dass man oben steht, sondern einfach rumprobieren soll. Aber das sollte man schon wissen, ne? Ja. Pan in Clou steht, dass die Bücher klicken. Warte. Dir fehlt Buch 8, welches du definitiv nicht aus dem Regal bekommst. Mehr sag ich dazu nicht. Ah, jetzt verstehe ich. Sabi! Lass uns dran teilhaben. Ich bekomme das Buch nicht aus dem Regal oben. Doch, ich müsste das oben aus dem Regal kriegen. Han nutzt Superschall, der Chat ist verwirrt. Kann ich wieder Mäuse werden, die nicht helfen? Doch! Hase! Hilfe! Hilfe! Da kommst du das ganze Kackspiel so gut mit den Rätseln. Halbwegs gut. Durch? Musst du es nicht einmal auf Skip drücken? Oder auf Hint? Hast du nicht ein Buch im Inventar? Nee, das hatte ich schon reingepackt. Vielleicht steht hier irgendwo ein Hinweis in unsichtbarer Tinte. Nein. Erik ist gerade im Discord am werkeln. Ja! Erik! Nein! Jetzt ist mal Schicht hier. Wildcard. Ich setze meine Wildcard ein, die ich gerade erfunden habe. Nein, mit dem Regal ist ein anderes Rätsel verbunden. Willst du? Was? Nein! Aber ich kann... Nee, warte. Aber ich kann doch hier jetzt gerade eine Aktion hier starten. Ich kann hier was machen. Da. Aktion. Wie? Du willst mir jetzt wirklich sagen, hier ist ein anderes Rätsel? Okay, oder müsste ich jetzt auch lösen können? So. Gib mir eine dreistellige Zahl hier, verfluchte Scheiße. Alter, Kacke. Da.